So, hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe jetzt mein restliches... Ich habe jetzt mein restliches Essen offscreen gebraten. Kappa. Nee, die Hütchen habe ich anscheinend übersehen. Und jetzt geht es hier in den Minenschacht in der Hoffnung, irgendwas Sinnvolles zu finden und nicht zu sterben. Das ist schon mal gute Grundvoraussetzung, was das Nicht-Sterben angeht. Stimmt, ich könnte mir noch einen Eimer machen. Kann ich mir ja vielleicht was mitnehmen. Entweder Wasser oder Lava, wobei ich denke, Wasser ist sinnvoller. Ich habe jetzt nicht unbedingt geplant, in diesem Projekt sehr feindselig gegenüber anderen vorzugehen, sondern eher eben auf Nummer sicher zu spielen, mit anderen mich zu verbünden, mehr in die Richtung. Ich glaube vor allem als, ich sag mal, nicht der beste Spieler. Was war das eigentlich für ein dummer Kackplay? Ich denke, das ist ganz schlau, wenn man nicht so der... Ich habe das Skelett nicht gesehen, das hat mich so erschreckt. Mal im Ernst, ich lass mich so leicht erschrecken in Minecraft, das passiert mir so oft. Man merkt das auch, alle, die mit mir spielen, kennen das. Kommt irgendwas um die Ecke. Oh Gott, ich hab's in die andere Hand gelegt. Auf Abstand. Ich habe nicht die Zeit, um zu wechseln. Ich wollte einfach nur das Zeug hier hin tun. Ja. Oh, ein Goldapfel. Fackeln kann ich auch immer gebrauchen. Aber Goldapfel kann man sich, also beschweren kann man sich da eher weniger. Ich habe nur leider auch nicht so viel Essen, deswegen werde ich auch nicht so viel Zeit hier verbringen. Mein Vorrat ist eher mittelmäßig. Ich hoffe nur, ich verirre mich nicht, ich kenne mich. Ich stelle mich in Minecraft oft genug kackern. Ich erschrecke mich über jeden unerwarteten Gegner. Der war jetzt in Ordnung zum Glück. Ich baue einfach kurz gefasst end viel Kacke. Ja, dich habe ich gerade schon gesehen. Wenn du explodierst, dann... Der hat's überlebt. Ich habe gehofft, ich kann den Creeper zur Explosion bringen und damit den mitnehmen, den Zombie. Nee, ich will nicht so nah ran, ich kenne mich. Okay. Erstes Goldvorkommen. So, die Lava hier ist jetzt weg. Vor Spinnen habe ich jetzt nicht unbedingt Angst, sage ich mal. So viel Kohle schon wieder. Ja, ich bin inzwischen nicht mehr im Minenschacht, offensichtlich. Dann gehe ich mal zurück, obwohl ich es lieber nicht, bevor ich es nicht nötig habe. Ich meine, man sieht ja, hier ist... Oh Gott. Jetzt esse ich was.
Wetten, jetzt kommt ein Creeper. Ich will mich nur kurz hier hochbauen. Oder allgemein wieder hier hochkommen. Hier hoch. Also ich hätte echt einiges verwettet, dass irgendwas in mich reinrennt und mich tötet, wenn ich gerade nicht hinguck. Schon High-IQ-Game. Was hier los ist? Ah ja, jetzt komme ich wieder hier hin. Ich fühle mich halt echt tausendmal sicher in diesen beleuchteten Bereichen. Da habe ich halt... Ich will da irgendwie runter. Andererseits glaube ich, ich sterbe. Guck ihn nicht. Nee, da ist nix. Das ist eine. Da wird nix sein, oder? Ich versuche sehr vorsichtig vorzugehen. Ich hatte ja schon mein tolles Varo-Alleine-Projekt. Da hab ich genug Erfahrungen gemacht. Hier durchzukommen, dauert. Ich will mir nochmal das aus einem anderen Blickwinkel angucken, die Stelle. Und schon bin ich ganz woanders. Wieder hier. Ah, warte, hier ist derselbe Raum. Nee, da ist nix. Ich sollte nicht das Risiko eingehen. Allgemein denke ich, ich sollte nicht mehr so lange hier bleiben. Aber noch lang genug, um das hier zu finden. Ich habe keinen Platz für Eisenbarren. Kannst du mich mal? Natürlich habe ich Platz für Eisenbarren. Jo, da gehe ich nicht rein. Oh Gott, ein Spawner. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen dazu stehen, deswegen lasse ich ihn mal kurz stehen. Wie das Schwert so langsam hochkommt, habe ich gerade zum ersten Mal drauf geachtet. Ja, ich warte mal einen Moment. Ansonsten entscheide ich selber. Ich weiß nur, dass immer, wenn ich was mit einem Spawner mache, es in der Regel meinen Mitspielern nicht passt. Hier ist der Ausgang, ne? Ja. Ich bin inzwischen schon so abgehoben. Ich erlaube mir einfach, das Iron liegen zu lassen. Ich habe inzwischen auch nicht mehr so viele Blöcke. Ich würde sagen, ich... Ja, schon wieder der Raum. Komm. Wird sich sowieso jeder darüber aufregen.
Ach, die andere ist schon tot. Habe ich die Erfahrung schon? Boah. Nochmal zum Thema, ich erschrecke mich immer unnötig. So. Jetzt sehe ich ein bisschen was. Ich denke zwar nicht, dass hier noch was ist außer Spinnenweben. Ein Gang. Das war eine geplante Explosion. Okay, hier ist ein Zombie-Spawner. Aber ich leg mich nicht damit an. Ich kann ja mal gucken, der ist ja hier lang. Stimmt, das könnte ich machen. Dann halt nicht. Jetzt habe ich hier natürlich eine tolle Situation geschaffen. Aber auch schon wieder geklärt. Ist aber anscheinend kein Zombie-Spawner, sondern einfach nur unnötig viele Zombies. Ich wollte hier nicht so lange bleiben. Jetzt. So. Goldene Pferderüstung nehme ich mit, einfach zum Flexen. Noch ein Eimer schadet auch nicht. Melone. Das Holz könnte ich brauchen. Dich aber nicht. Ja, ich würde sagen, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Nicht um die Folge zu beenden, falls das jetzt jemand denkt. Aber diese Erkundungstour. Es gibt hier bestimmt noch das ein oder andere zu entdecken. Aber ich bin bedient. Ich war erfolgreich, hab ein bisschen was mitnehmen können. Ach, wieder Nacht draußen, sehe ich das richtig? Nacht und Regen. So sehr wollte ich nicht in den Rhein rennen. Aber egal. Ist jetzt nicht so, als würde es mir groß was machen. Moin, Zombie. Oh mein Gott, Lord Zombie ist auch auf dem Server. Lil. Ich habe keinen Bock, mich jetzt mit denen allen anzulegen. Ich wette, wie ich mein Aufnahmeprogramm kenne, wird der Regen die Aufnahmeperformance gerade sehr schön machen.
Ja, warum muss auch Nacht sein? Gefühlt ist die ganze Zeit Nacht. Und ich muss auch gucken, dass ich wieder was zu essen finde. Bisher merkt man halt null, dass das hier ein Multiplayer-Projekt ist. Ich renne die ganze Zeit allein durch die Gegend und mache meine Kacke. Das ist ein... ist das ein normaler Villager-Zombie? Ich glaube, die wurden umdesignt, also ja. Ja, ich muss immer noch auf minus über 2000 X und ebenfalls bei... Ah, hier lang. Hier. Nee. Hä? Ich verstehe immer nicht die letzte Koordinate. So. So muss ich lang. Ich sehe einen Sinn darin, sich hier ein Boot zu craften. Allgemein bräuchte ich mal ein bisschen Holz. Kackbratze. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich glaube, ich habe nach der letzten Folge den Aimbot nicht ausgemacht. Hatte ich ja angekündigt. Und Leute, so sieht's bei mir immer aus in der zweiten Folge Minecraft. Mein Inventar ist schon komplett zugemüllt. Ich sortiere das mal aus, aber nicht jetzt in der Nacht, wenn einen immer was anrennen kann. Ich bin auf jeden Fall ziemlich froh. Lass den Andesit liegen. Jetzt habe ich die schon wieder! Nimm die Werkbank. Iss was. Und jetzt das Schiff nehmen und weg hier. So. Ein bisschen mehr so vielleicht. Irgendwie werde ich mein Ziel finden. Bin ich gerade komplett lost? Ja. Erst mal eine halbe Stunde aus Versehen und zum Drehen des Bootes die Pfeiltasten genutzt. Er gesagt, versucht sie zu nutzen. Weil geklappt hat's logischerweise nicht. Ich fahre einfach mal hier an der Küste lang. Pilze. Naja, immerhin sehe ich ein bisschen was von der Welt. Aber schon toll, wie weit weg ich von dem Dorf gespawnt bin. Ich bezweifle auch stark, dass wir es heute noch erreichen. Also, dass der Anfang des Projekts basiert für mich wirklich auf Finde das Dorf. Bin ich noch in der richtigen Richtung unterwegs? Also vor allem im X-Bereich habe ich sehr viel Gewinn gemacht. Ich fahre einfach weiter in die Richtung, die mir gesagt wurde. Ich denke jetzt auch, das Dorf ist nicht so klein, dass ich es erst sehe, wenn ich drin stehe. Hier ist ziemlich sicher ein Unterwassertempel. Ja.
So. Ist, denke ich, ganz sinnvoll, da auch mal Bescheid zu sagen den anderen. Spielen immer noch dieselben Leute hier derzeit. Ich dürfte ja eigentlich auch immer noch in der richtigen Richtung unterwegs sein. Aha, ein Boot und viele Algen. Hier war schon jemand. Das heißt, vielleicht hat sogar schon jemand den Wassertempel mal gefunden. Hier geht auf jeden Fall ein bisschen was ab. Noch ein Zeichen dafür, dass ich mich in der richtigen Richtung bewege. Und anscheinend jetzt wieder in Richtung Land. Ja. Ich laufe natürlich jetzt genau geradeaus weiter. So. Ich muss immer noch zu minus 2400. Oh. Die. Da wird sie. Da wird sie größer. Hier ändert sie sich minimal. In die Richtung hauptsächlich. Okay, mir fehlt auch noch was auf Z. Nee, warte, mir fehlt mehr. Nee, hä? Ich bin geistig verwirrt, stört mich nicht. Und wenn es direkt auf dem Wasser weitergeht, dann eben doch. Aber wenn es mit dem Tempo weitergeht, wir haben, glaube ich, schon locker mal so 2000 Blöcke zurückgelegt. Also jetzt während dieser Schifffahrt von der... Also so seitdem ich von der Minenschacht weggereist bin, haben wir bestimmt schon so 1500 Blöcke zurückgelegt. Und demnach wäre es durchaus möglich, heute noch das Dorf zu erreichen. Und ich hätte nichts dagegen. Oh, Eis. Mal im Ernst, ich habe noch nie ein Eisbiom in Minecraft gefunden. Das sieht irgendwie aus wie so ein Gletscher, Alter. Juckt mich nicht, dass wir das Dorf... Dass wir das Dorf nicht so schnell finden, ist eh klar. Aber das hier will ich mir jetzt kurz angucken. Ist das hier wirklich einfach nur ein Klumpen Eis im Wasser? Offensichtlich. Ist auch nichts drin. Interessant. Weiter geht's. Übrigens, diese Ferien wird auch mal wieder was mit dem Back im Game kommen, haben wir bereits ausgemacht. Falls irgendwen das interessiert, wer das erste Mal, dass ich mitkriegt, dass irgendjemanden Back im Game interessiert. Und da vorne steht ein Hexenhaus. Also ich finde einiges interessantes Zeug. Hier war schon jemand. Deswegen brauche ich auch nicht erwarten, dass ich hier irgendwas finde. Hier war schon jemand. Ich bin mir wirklich sehr sicher, dass ich in die... Ja, okay, hier gibt's gar nichts. Dass ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Weiter. Hier im Sumpf muss ich halt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen irgendwo gegenfahre. Aber offensichtlich stoße ich jetzt eh auf Land. Also, inzwischen fehlt uns mehr... von der Z-Koordinate als von der X-Koordinate. Das heißt so ungefähr.
Ich will nicht vom Kurs abkommen. Ah, aber dich könnte ich mal gebrauchen. Hab nicht mehr so viel. Hier, man merkt übel, wie das Wasser sich voll färbt. Das ist auch cool. Ich bin das nicht gewohnt. Wie bereits erwähnt, ich bin eine Art Minecraft-Rentner. Survival einfach ewig nicht gespielt. So, weiter durch den Sumpf. Aber anscheinend geht meine Reise wieder aufs offene Meer. Oder zumindest hier an der Kante davon lang. Das ist nicht das Dorf, das ich suche. Oder? Nee, die Koordinaten passen nicht. Aber das... So sieht doch an... Das könnte es sein. Mein Schiff ist weg, danke dafür. Willst du mich flachsen? Ich kann gerade nichts machen. Ey, nee. Mal kurz die Überprüfung. Nee, das ist es noch nicht. So. Jetzt ist halt echt so meine Frage. Ist das Dorf, das ich suche? Ich habe halt die Koordinaten auch nicht mehr im Chat, aber es war minus. Ich renne sogar Eisengolems rum. Das muss es doch fast sein. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich bin halt auch sehr in der Nähe der Koordinaten, die mir vorhin gesagt wurden. Okay. Dann warte ich wohl erstmal, also wenn hier jetzt... Uff. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann natürlich... Ich habe die Koordinaten ja hier reingeschrieben. Deswegen kann ich ja auch mal gucken, wenn ich weiter in die Richtung laufe. Wenn ich weiter dahin gehe, wo mir gesagt wurde am Anfang... Übrigens, falls irgendwen das juckt, weil hier schreibt ja die ganze Zeit einer, Görkem kommt gleich. Ich hab doch gerade wer abgebaut. Oder war der Sound nur verzögert?
Görkem ist der, der hier Bligietomat. Kann gut sein, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Also, ich bin immer näher auch an... Ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal zu den 22. Au. Sehr schlau. Zu den 2200, sage ich jetzt einfach. Auf Z und dann zu den 24 auf X. Wahrscheinlich habe ich es jetzt irgendwie falsch verstanden. Die Koordinaten sind doch im Plusbereich. Lel. Warum laufe ich eigentlich noch hier lang? Also, theoretisch, wenn... Eigentlich müsste ich dann ja... Minus 2,4 und minus 2,2. Wenn ich einfach hier geradeaus laufe, müsste ich ja hinkommen. An einem sehr modernen Haus. Oh Gott, keine moderne Kunst, hoffe ich, dann muss es kacke aussehen. Rund 200 Blöcke. Ja, ich habe jetzt Nachbardorf gefunden. Easy. Ehrenmann Express. Das da dürfte es sein. Hier sehen wir das erste Haus. Ist das eine Kirche? Und ich will hier auf keinen Fall, dass die Creeper losgehen, deswegen lotse ich sie ein bisschen weg. Kommt. Put, 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 put. Boah, der Zombie. Ja. Die anderen sind gefühlt Dauer online. Und der letzte. Der Boden hier ist jetzt nicht mehr ganz so schön, aber zumindest war es nicht irgendwie mitten im Dorf. Wenn ich sie wieder zubaue, wächst hier ja auch in... Ich lasse einfach Gras über die Sache wachsen. Mit dem Witz hat jetzt keiner gerechnet. Und ich würde auch sagen, mit diesem Erfolg... Enden wir die heutige Folge auf dem Minecraft-Multiplayer-Server. Ich verstehe den Namen nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann ohne solche hässlichen Kackbratzen wie dich, kleines Kackviech. Ich werde dir so die Kacke aus dem Hirn prügeln. Ich meine natürlich, wir haben uns alle lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Minecraft. Vielleicht mal ein bisschen mit mehr Interaktion mit anderen, sage ich mal. Ja, bis dann. Und ich guck mir vielleicht doch nochmal kurz an, was hier bisher so los ist. Oh, und ich muss mir neues Essen machen. Ach, ist sogar jemand da hier im Dorf. Oh Gott, ich habe einiges aufzuholen.
Junge, ich komme hier mit meiner Eisenrüstung bisschen dort und nicht mal genug zu essen im Dorf an. Und dann steht hier die katholische Kirche, genug um ganz Afrika zu ernähren. Das hier? Wow. Da hinten noch irgendwas Blaues? Ein Steg im Wasser? Leute, dieses Dorf ist mehr als moderne Kunst. Ist das ein Aquarium? Sieht zumindest so aus. Und hier scheint das Dorf dann zu enden. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich hoffentlich Essen finde. Bis dann und ciao.